Was passiert in einem Audit nach TISAX? Im Rahmen von TISAX spricht man allerdings gar nicht von einem Audit, sondern vom sogenannten Assessment nach TISAX. Anders als bei einem Audit des ISMS, also des Informationssicherheitsmanagementsystems, nach ISO 27001 ist das Assessment nach TISAX vor allem ein Self-Assessment, zumindest nach den Anforderungen in Assessment Level 1. Was bedeutet das? Wenn Sie sich nun dazu entscheiden, den TISAX-Prozess zu beginnen, müssen Sie Ihre Informationssicherheit anhand eines Fragenkatalogs selbst bewerten. Anschließend prüft ein von der INX akkreditierter Prüfer Ihr Self-Assessment auf Plausibilität. Stichprobenartig können außerdem vor Ort oder Remote-Überprüfungen vorgenommen werden. Wie Sie sich nun sicherlich denken können, gibt es neben dem Assessment Level 1 auch noch weitere Level, und zwar die Level 2 und 3. Im Grunde gibt es ein Audit nach TISAX auch erst ab Level 2, da sich hier ein externer Prüfer einschaltet. Was ist nun das Assessment nach TISAX? Ein Assessment nach TISAX hängt mit den gerade angesprochenen Leveln nach TISAX zusammen. Dabei ist das Assessment nach TISAX die Bewertung der Informationssicherheit Ihrer Organisation auf Basis der Level TISAX 1, 2 und 3. Ein Assessment nach TISAX ist aufgeteilt in Grundprüfung und optionale Prüfung. Die Grundprüfung stellt dabei die Prüfung Ihrer Informationssicherheit dar. In den optionalen Prüfungen können Sie dann zudem Ihren Prototypenschutz sowie den Datenschutz bewerten und prüfen lassen. Und jetzt noch einmal zurück zu den verschiedenen Leveln. Diese geben nämlich in Grundprüfung sowie optionalen Prüfungen das Schutzniveau an, welches Ihre Informationssicherheit bzw. der Prototypen und Datenschutz erfüllt. Man spricht daher auch von den Assessment-Leveln, aufgeteilt in Normal, Hoch und sehr hoch.